vom Versandhändler Dummichfang. Eine Kurzgeschichte aus dem Buch Wüsstest du dem Gnödelbaum von Anton Schmidt. Gelesen von Reinhard Steinbrecher. Vom Versandhändler Dummichfang. Es war einmal im fernen Orient. Da gab es einen Meister Dummichfang. Dieser gründete ein Geschäft. Das Versandhaus Dummichfang. Er organisierte alles. Vom elektrischen Kuhäuterwärmer bis hin zum kenianischen Grau-Rüssel-Hamster. Das war meisterhaft. Die finanzielle Seite regelte seine Geldbetreiberfirma. Die große Eselszentrale. Unweit von Bagdad. Natürlich gab es Neider, weit in einer fernen Stadt. Auch dort betrieb man Handel, nämlich einen Kuhhandel. Ein Kalif besorgte sich selbst wohl organisierte Rechte. Die finanzielle Seite regelte diese über eine selbst gegründete Firma namens Gebühreneinzugszentrale, GEZ. Das hörte sich schon mal amtlich an. Seine Schächer gingen durchs Land und melkten das Volk. Der Kalif selber wurde reicher und reicher. Das gab ihm Macht und sehr viel Einfluss. Vom Meister Dummichfang wollte er selbst eine Eselsgebühr. Kalif, die kann ich dir wohl geben, warnte ihn Meister Dummichfang. Das ist ja recht, doch bedenke, indem du mir nimmst, wirst du mein Geld mehren. Da ich ja Dummichfang bin. Der Kalif wollte das nicht glauben. Im alten Orient hatte der Staat tatsächlich selber ein Recht auf eine Eselsgebühr. Das klingt unglaublich, doch es ist wahr. Ein jeder, der einen ersten Esel im Stall meldete, hatte den Kalifen mit Eselsgebühren zu beglücken. Das war ein altes orientalisches Recht. Jeder weitere Esel im Stall war allerdings von den Eselgebühren befreit. Das war recht und Meister Dummichfang natürlich billig. So meldete Meister Dummichfang auf ordentlichem Wege dem Kalifen persönlich einen Erstesel im Stall. Dieser war wohl sehr alt und gebrechlich. Doch es war ein Esel. Meister Dummichfang organisierte für wenig Geld einen weiteren Esel,
stellte diesen in den Stall. Auch diesen meldete Meister Dummichfang dem habsüchtigen Kalifen. Es war im alten Orient Gesetz für einen ersten Esel. Dieser musste jedoch leben für ein halbes Jahr im Voraus die gesetzliche Eselsgebühr zu entrichten. Allerdings verstarb schon nach 10 Tagen Meister Dummichfangs erster Esel an Altersschwäche. Schade um mein Geld, dachte sich Meister Dummichfang. Doch ich bekomme ja vom Kalifen meine überbezahlten Eselsgebühren zurück. Und meldete diesen alles. Der Kalif war erfreut. Nun hatte er Dummichfang in der Tasche. Denn nach altem orientalischem Recht, das schon sehr lange verankert war, brauchte man tatsächlich 2 tote Esel im Stall, um überhaupt für den Erstesel eine Befreiung von den Eselsgebühren zu erwirken. Kurzum, Meister Dummichfang erschlug einfach seinen 2. Esel. Auch diesen ließ er tot im Stall liegen und organisierte sich wohlweislich einen 3. Esel. Einen 3. Esel? Der Kalif drohte Meister Dummichfang mit Zwangsordnungsmaßnahmen und bezichtigte Dummichfang des Betruges. Doch Meister Dummichfang sprach: Bei uns gilt immer noch altes orientalisches Recht. Der Kalif, du bist selbst ein Esel, also bezahle deine Eselsgebühren. Ich selbst, sprach Meister Dummichfang, war ein Esel. Drum zahlte ich dir doch unsere gesetzliche Eselsgebühr. Nun habe ich nach altem orientalischen Recht 3 Esel im Stall. Die bleiben für deine Eselsgebühren gemeldet. Auf meinen Erstesel kannst du keine Eselsgebühr erheben, denn dieser liegt ja mit meinem toten 2. Esel im Stall. Beide Esel habe ich bei dir ordentlich zur Eselssteuer angemeldet. Auch wenn ich sie wieder abgemeldet habe. Kalif, du musst nur einfach unser altes orientalisches Recht akzeptieren. So habe ich, Meister Dummichfang, augenblicklich einen Esel im Stall stehen, der tatsächlich nach Recht und Gesetz von den Eselsgebühren befreit ist. Und das ein ganzes Leben lang. Nun ja. Mittlerweile wurden die Gesetze zu den Eselsgebühren im alten Orient geändert. Meister Dummichfang bezahlt allerdings weiterhin keine Eselsgebühren. Denn er weiß, sonst wäre er ein großer Esel. Das Versandhaus Dummichfang gibt es tatsächlich heute noch. Und auch die GEZ.
Der Mensch braucht halt doch ein bisschen Eselsglück im Leben.